Heimreise und ab nach Hause. Wer aus dem Ausland ankommt, merkt es sofort. Es gelten neue Regeln. Zettel werden verteilt. Die Bundespolizei übernimmt die Information. Wenn die Flugzeuge ankommen, beispielsweise einer Maschine heute aus Amsterdam, dort würden wir normalerweise nicht kontrollieren als Bundespolizei, weil es ja ein Intra-Schengen-Flug ist, gehen aber heute an die Maschine ran. In Frankfurt ist ein Flieger aus Brasilien gelandet. Alle, die hier deutschen Boden betreten, waren Wochen und Monate unterwegs. Gestartet in Zeiten vor dem Virus. Sie wissen, was jetzt kommt. Wir sind hauptsächlich erstmal froh, dass wir zu Hause sind. Und mit der Quarantäne haben wir auch keine Probleme. Wir haben jetzt schon 4 Wochen in Brasilien unter Quarantäne gelebt. Da haben wir jetzt einen Zettel bekommen, wo die Verpflichtung draufsteht, dass man sich eben beim Gesundheitsamt melden soll, wenn man bei seinem Wohnort angekommen ist. Ja, das ist 14 Tage jetzt noch mal Ruhe und gucken, wie es einem geht. Jetzt ist Disziplin gefragt. Quarantäne bedeutet zu Hause bleiben, Kontakt zu Dritten ist untersagt. Zu Mitbewohnern, die nicht unter Quarantäne stehen, heißt es Abstand halten. Dann gilt auch getrennte Schlafräume, getrennte Mahlzeiten, getrennte Bäder, wenn möglich. Und natürlich regelmäßig reinigen und lüften. Die Wiedersehensparty muss also ausfallen und 2 Wochen Komplettumstellung, die können ganz schön lang werden. Aber wer sich nicht dran hält, dem drohen Strafen zwischen 150 und mehreren 1000 Euro. Also besser durchhalten für andere und für sich selbst.